Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in TrainSim World 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Und bevor wir mit unserer heutigen Fahrt noch beginnen, nochmal ein Hinweis an euch. Und das betrifft all diejenigen, deren DLCs aus den Vorgängerspielen TrainSim World 2 oder TrainSim World 3 noch nicht in TSW 4 übertragen wurden. Sollte das der Fall sein, dass euch in TSW noch immer DLCs fehlen, die ihr für die Vorgängerspiele besessen habt, wendet euch dann auf jeden Fall an den Support von Dovetail Games. Schreibt auch die Plattform dazu, wo ihr TrainSim World 4 spielt, zum Beispiel PC oder PlayStation oder Xbox. Und schreibt auch die Region dazu. In Deutschland ist das EU und gerade beim PC auch nochmal den Store, denn da ist ja TSW 4 sowohl über Epic als auch über Steam erhältlich. Und dann wird euch dort weitergeholfen. Es war auch bei mir so. Mir fehlten ja auch noch zwei DLC. Einmal Long Island 2022 und einmal New York Trenton. Und ich habe mich da auch an Dovetail Games gewendet und seit heute habe ich die verbleibenden zwei DLCs nun erhalten. Also wie gesagt, sollten euch noch alte DLCs fehlen, die nicht übertragen wurden, dann unbedingt an DTG wenden. Bitte beachtet, dass für eine erfolgreiche Übertragung dieser DLCs ihr TSW natürlich auf derselben Plattform spielen müsst wie das Vorgängerspiel und auch mit demselben Account. Ja, und nun zur heutigen Fahrt. Wir fahren den Zug 474277 von Nürnberg in Richtung Bochum. Es ist 5 Uhr früh morgens, fahren Sie diesen Intermodalzug von Würzburg nach Burgsinn. Lokomotive ist eine Baureihe 193 Vectron, 990,3 Tonnen Zuggewicht, 35 Einheiten im Zugverband und eine Zuglänge von 519,4 Metern, also fast über 1,5 Kilometer lang. Dann begeben wir uns mal in das Spiel und befinden uns hier im Führerstand unserer wunderschönen Lokomotive Vectron. Wir stehen jetzt hier im Rangierbahnhof von Würzburg. Es ist 5 Uhr morgens. Ich habe hier den Sommer ausgewählt, damit wir auch schon ein bisschen Tageslicht haben. Und wir stehen hier zwischen verschiedenen Regionalzügen und werden nun erst einmal unseren Zug für die Fahrt in Richtung Burgsinn abfahrbereit machen. Richtungswender vorwärts, dann müssen wir das hier einschalten. Dann wechsle ich für mich hier die beiden Bildschirme. Und das Besondere an der heutigen Fahrt ist, dass wir nun auch mal die LZB unserer Lokomotive ausprobieren können. Wir fahren also mit SIFA, wir fahren mit PZB und auf dieser Strecke, auf der Schnellfahrstrecke, da können wir auch erstmals hier mit der Lok die LZB einsetzen, also die Linienzugbeeinflussung. Dann stellen wir uns schon mal die AFB ein und dann wählen wir auch schon mal die Ausfahrgeschwindigkeit vor und bestätigen das. Dann sind wir mit dem Zug, meine ich, schon soweit abfahrbereit. Wir müssen noch kurz warten, bis das Signal umschaltet. Aber ansonsten ist der Zug, meine ich, schon soweit eigentlich abfahrbereit. Hier sehen wir doch mal unsere schöne Lokomotive, den Vectron. Und dahinter, ihr seht, Containerwagen, die jetzt nicht alle beladen sind. Und hier sehen wir auch außerdem viele abgestellte Regionalzüge. Das seht ihr hier in Würzburg. Wenn ihr verschiedene deutsche DLCs besitzt, dann seht ihr natürlich auch hier mehr Züge. So, also eine Vectron-Fahrt mit LZB, die uns heute erwartet. In einer guten Minute wird wahrscheinlich das Signal umschalten und wir können uns dann auf dem Weg in Richtung Norden machen. Also der Zug ist aus Nürnberg gekommen und sein Ziel ist Bochum und wir fahren dieses kurze Stück von Würzburg nach Burgsinn. Unterwegs sind wir auf der deutschen Strecke, Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg, wo wir auch vor ein oder zwei Folgen schon mal mit dem ICE unterwegs gewesen sind. Da sind wir von Kassel, glaube ich, nach Fulda gefahren. Und nun geht es also im südlichen Abschnitt von Würzburg nach Burgsinn. So ein gutes Viertel der Strecke. So, dann können wir uns auf dem Weg machen. Lösen erst einmal hier die Bremse. Da müssen wir jetzt nämlich ein bisschen hier das Ganze mal im Auge behalten. Die muss gelöst werden. So, hier ist aber noch eine weitere Bremse angezogen. Das ist nämlich diese hier. Ihr seht, die müssen wir nämlich auch lösen und da wir immer noch, ihr seht ja immer noch die gelben Balken dort zu sehen bekommen, müssen wir auch hier die Bremse lösen. Das ist ja im Fahrplanmodus jeweils immer so ein bisschen verzwickt. So, PZB-Modus wird uns M angezeigt, den werde ich jetzt auch nicht ändern, sondern wir werden mal gucken, ob wir jetzt hier nun mit unserem schweren Güterzug vom Fleck kommen und uns jetzt in Bewegung setzen in Richtung Burgsinn. Wir fahren also mit dem Güterzug über die Schnellfahrstrecke bis zum Betriebsbahnhof Burgsinn
Und anschließend wechseln wir dann auf die Altbaustrecke und am Personenbahnhof Burgsinn, da wird uns dann wahrscheinlich der Kollege oder die Kollegin für die Weiterfahrt ablösen. Das ist auch so eine kleine Besonderheit der Strecke Kassel-Würzburg, dass da fahren im Vorbild eben auch ein paar Güterzüge über die Nacht, denn da können nachts Güterzüge fahren, weil die Strecke einfach die technischen Voraussetzungen bildet, dass dort solche Güterzüge auch nachts fahren dürfen, denn da gibt es ja ganz, ganz strenge Vorschriften. Zum Beispiel muss technisch ausgeschlossen sein, es technisch nicht möglich sein, dass sich ein Güterzug mit einem Personenzug hier im Tunnel begegnet oder ein Güterzug und ein weiterer Güterzug sich im Tunnel begegnen. Und das ist halt auf der Strecke eben so noch verbaut, obwohl das auch die älteste Schnellfahrstrecke in Deutschland ist oder eine der ältesten Schnellfahrstrecken. Von daher ist das kein Problem. So, jetzt hat sich die LZB eingeklinkt und die PZB deaktiviert. LZB, die gibt uns jetzt hier eben die Geschwindigkeiten vor. Ich glaube, maximal 120 dürfen wir jetzt hier mit im LZB-Betrieb mit unserem Zug fahren. Und da wir auch die AFB vorgewählt haben, ja, wird das heute eine sehr chillige und entspannte Fahrt für uns, denke ich jedenfalls mal. Ja, wir sehen wir auch hier morgen. Ich habe das Wetter selber eingestellt. Ich habe auch so einen ganz leichten Morgennebel eingestellt. Früh am Morgen so ein bisschen Tau. Deswegen nicht wundern, das habe ich selber eingestellt, das Wetter, sodass es nicht wieder hier in einen starken Nebel überschlägt und der dann bleibt. Aber der kleine leichte Morgennebel, der wird es natürlich auch bleiben. So, sehen wir unseren Zug hier durchrauschen. Ihr seht, sehr, sehr lang. Wie gesagt, über einen halben Kilometer. So, jetzt können wir schon auf die 100 hochbeschleunigen, sodass der Zug sich jetzt hier eigentlich ganz gut kümmern kann. Und dann werden wir... Hey, AFB... Ach so, Moment, genau, AFB müssen wir bestätigen. Da erinnert uns das Assistentensystem dran, was ich irgendwie immer wieder vergesse zu aktivieren. So, jetzt haben wir das Licht im Führerstand angemacht. Und dann wird das Ganze jetzt eine sehr, sehr chillige Fahrt, denke ich mal, werden. Bis nach Burgsinn. Denn die Lokomotive Vectron, ich habe es euch ja neulich schon mal gezeigt, die können wir ja an ganz vielen, auf ganz vielen Fahrplanmodi entlang dieser Strecke fahren. Also auf ganz vielen Deutschlandstrecken können wir die fahren. Es gibt mittlerweile für die Lok über 550 Fahrplanfahrten. Unter anderem eben, wie gesagt, auch hier für die Strecke Kassel-Würzburg, sodass wir eben auch mal hier den LZB-Betrieb mit der Lokomotive ausprobieren können. Ja, werden natürlich nicht ganz so schnell sein wie ein ICE, wie gesagt maximal 120. Dann, wie gesagt, haben wir noch einen kurzen Zwischenhalt in Burgsinn am Betriebsbahnhof, bevor es dann weiter zum Personenbahnhof geht. Mal gucken, wie lange wir dort aufgehalten werden. Ich weiß es nicht, wir werden es sicherlich sehen. Es sind so um die 40 Kilometer, die wir jetzt hier zurücklegen. Und eine entspannte, chillige, ja, LZB-Fahrt. Übrigens habe ich das mal gehört, dass das wohl so ist, wenn Güterzüge im LZB-Betrieb fahren, dass die immer trotzdem selbst vom Triebfahrzeugführer gebremst werden. Dass das wohl sogar verboten ist, dass man die Züge LZB technisch bremsen lässt. Denn das könnte ja dann sogar auch wohl zu technischen Defekten führen. Und ja, wie gesagt, die Strecke Kassel-Würzburg ist eine der wenigen, wo nachts eben auch Güterzüge unterwegs sind. Zwischen München und Nürnberg zum Beispiel ist das nicht der Fall auf dieser Strecke, auf der Schnellfahrstrecke, weil einerseits hat das was mit den Steigungen zu tun, andererseits ist die technisch dafür nicht ausgerüstet. Bei Köln-Frankfurt ist das meiner Meinung nach auch der Fall, dass dort auch keine Güterzüge nachts unterwegs sind, weil eben auch teilweise die Strecke relativ oder einfach zu steil ist. So, ich mache jetzt gleich hier schöne Screenshots noch. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich die nebenbei mache. Also, wie gesagt, Köln ist genau dasselbe. Bei Stuttgart-Mannheim weiß ich es ehrlich gesagt nicht, inwiefern dort nachts Güterverkehr besteht. So, hier können wir mal Morgengrauen am Main können wir uns heute hier mal anschauen. Ob wir irgendwo den Bahnhof noch sehen oder ob wir den schon verpasst haben, den Güterbahnhof Würzburg-Zell. Aber es kann sein, dass wir den schon verpasst haben. So, dann müssen wir mal schauen, wie weit müssen wir jetzt eigentlich fahren. Wie weit, da müssen wir mal auf unsere Kilometrierung schauen, die ich jetzt aber gerade irgendwie nicht zu sehen bekomme. Ach hier, ja, um die 30 Kilometer sind das schon, die wir zurücklegen müssen. Und
Und das eben bei relativ geringer Geschwindigkeit. So, und jetzt klingelt das, wie das immer in meiner Aufnahme ist. So, ja, ist irgendwie immer die Eigenheit. Dann bist du mal am Aufnehmen und dann wirst du wieder abgelenkt. Also, müssen wir mal gucken. Aber es zieht sich jetzt, glaube ich, dann doch ganz schön das Stück. Wie gesagt, wenn man uns das mal nüchtern ausrechnen. Ja, nicht ganz halbe Stunde, aber so 20 Minuten dürfte das auf jeden Fall sein, bis wir das erste Zwischenziel erreicht haben. So, Mausgeschwindigkeit leider wieder so ein bisschen zu hoch eingestellt. Und hier haben wir natürlich auch den längsten Tunnel dieser Strecke, aber den werden wir heute, glaube ich, nicht zu sehen bekommen. So, genau, 34 Kilometer sind es jetzt erstmal noch bis zum ersten Halt, wo wir hin sollen. Und dann geht, ja, so mal gucken, wie lange wir dann dort Aufenthalt haben. Ja, wie gesagt, Transport 4, wie gesagt, ich habe jetzt nun endlich meine letzten beiden DLCs bekommen, die mir noch gefehlt haben. Nach gut 3 Wochen ist natürlich ein bisschen schade, dass das so bei einigen wohl so für Probleme gesorgt hat, das DLC übertragen, wo Dufftail Games auch noch nicht so ganz wusste, woran das jetzt konkret gelegen hat. Also wie gesagt, sollte noch jemand damit Probleme haben, wendet euch einfach an den Support von DTG mit den erforderlichen Daten. An eurer Stelle würde ich da vielleicht von TSW3 oder von TSW3 zum Beispiel ein Screenshot machen von der DLC-Liste auf Steam und das einfach schicken als Nachweis, dass ihr diese DLCs im Besitz habt, damit ihr eben dann auch die TSW-Version davon bekommen könnt. Aber ich glaube, bei den allermeisten sind die DLCs jetzt da. Aber es hat mich persönlich auch gewundert, dass das Ganze wirklich 3 Wochen, doch ja fast 3 Wochen gedauert hat, bis das eben gelöst war. Aber immerhin ist es gelöst. So, die nächste deutsche Strecke, wie gesagt, steht auch in den Startlöchern. Da weiß aber auch noch keiner, wann die genau kommt. Das ist ja dann die Maintalbahn, wo wir auch die Screenshots schon gesehen haben, die darauf hindeuten, dass die Strecke sich auch in einem, ja, schon sehr weit fortgeschrittenen Zustand befindet. Also auch das Fahrzeug dazu, wo es erstmals den Desiro geben wird. Und da werden wir auch hier wieder in Bayern unterwegs sein. Da wird es dann von Aschaffenburg in Richtung Miltenberg gehen. Auf einer eingleisigen, zum Teil eingleisigen Strecke. Das wird sicherlich auch sehr interessant werden. Aber da gibt es noch keinen konkreten Release-Termin. Ich denke mal, spätestens mit der nächsten Roadmap Anfang November werden wir dann schlauer sein. Ich bin mir auch sicher, dass wir sowohl die deutsche Strecke als auch die englische Strecke von Just Trains, also die Strecke von Blackpool über Preston nach Omskirk, dass wir diese beiden Produkte auf jeden Fall auch nochmal bekommen werden. Also auf jeden Fall vor Weihnachten bekommen werden. Und dann ist ja sogar für das letzte Quartal noch eine Schweizer Strecke von Rivet Games angekündigt worden. Da weiß keiner, welche dies genau ist. Aber auch da bin ich mir persönlich sehr, sehr sicher, dass wir auch diese Strecke noch vor Weihnachten 2023 bekommen werden, sodass wir noch einen sehr, sehr schönen, abwechslungsreichen Herbst hier erleben dürfen. Denn es soll ja auch so mit Trains in World weitergehen und eben man ist auch darin, schon die nächsten Updates zu entwickeln. Auch die deutsche Strecke Köln-Aachen zum Beispiel soll ja nochmal einen neuen Fahrplanmodus bekommen. Also es wird an allen Ecken und Enden hier in TSW gearbeitet. Also ihr habt euch auch sicherlich gewundert, warum die letzten beiden Tage kein Video kam. Lag daran, dass ich auch mal ein bisschen TSW-Pause gebraucht habe. Und jetzt auch irgendwie auch nicht wirklich Zeit für ein anderes Projekt hatte, um irgendein anderes Projekt zu starten, obwohl ich schon ein anderes interessantes Projekt gefunden habe, was euch vielleicht auch gefallen könnte. Aber da müssen wir dann mal sehen. Ist eben alles irgendwie die Woche so leicht eben etwas aufregend. Ja, dann müssen wir mal sehen, wann wir letzten Endes hier unser Zwischenziel erreicht. Ich bin auch sehr gespannt, wann uns hier der erste ICE entgegenkommt oder ob das noch zu früh ist für den ersten ICE. Es kann aber durchaus sein, dass wir ein ICE durchlassen müssen. Da war doch mal irgendwas. Fahrplanmodus. Ah, das war so eine geteilte Fahrt gewesen. Es gibt ja auch eine Güterzugfahrt. Da fahrt ihr eine halbe Stunde später in Würzburg los. Fahrt nur bis Burgsinn Betriebsbahnhof. Und müsst dann, wenn ihr den zweiten Teil, diese kurze Überführung dann zum Personenbahnhof Burgsinn, da müsstet ihr dann sogar eine Stunde warten, bis es da offiziell laut Fahrplan weitergeht, weil euch dann noch ein anderer Zug entgegenkommt.
Das ist auch interessant, aber hier bei der Fahrt halten wir zwar kurz am Betriebsbahnhof an, aber dann geht es auch für uns, denke ich mal, nach wenigen Minuten weiter. Wir sind relativ allein auf dieser Strecke unterwegs. Ich finde auch den Sound der Lok schön, jetzt hört man auch mal so richtig den Sound. Es hat ja auch, wie gesagt, schon die ersten Updates gegeben für TSW 4. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch so im nächsten Jahr auf uns zukommt. Wie gesagt, es sind ja drei deutsche Strecken auf der Roadmap. Die erste ist ja nun bekannt mit der Strecke Aschaffenburg-Miltenberg, mit der Maintalbahn. Aber es sind ja noch zwei weitere deutsche Strecken, die auf der Liste stehen. Auch eine weitere österreichische Strecke soll, aber das soll dann erst frühestens in 6 Monaten sein oder eigentlich sogar später als in 6 Monaten. Das wird dann sehr interessant, was es da noch alles so geben wird. Leider scheint es auch keinen Identifikationscode mehr zu geben. Das war ja bei dem Vorgängerspiel Trains of World 3 der Fall, dass es da so eine Art Identifikationscode gab, wo dann eben geschlussfolgert werden konnte, welche Strecke wird es, nicht welche Strecke es wird, sondern da konnte man so ein paar Eckdaten herausfinden. In welchem Zeitraum ist die Strecke angesiedelt? Ist es eine elektrifizierte Strecke? Wird es ein Dieselfahrzeug geben oder ein Elektrofahrzeug oder ein Elektrotriebwagen? Das waren so Sachen, wo man so ein bisschen die Eckdaten dazu herausfinden konnte. So ist ja auch unter anderem die Lokomotive Vectron verifiziert worden, dass da viele schon geahnt haben, es könnte ein Vectron sein, und dann sind irgendwelche Errungenschaften dann mal auf Steam, nee, auf der PlayStation, glaube ich, geleakt worden, und da war dann klar, es wird so oder so einen Vectron geben. Übrigens, die Lokomotive Vectron, in der wir uns gerade befinden, die wird ab der kommenden, nee, oder ab der übernächsten Woche müsste das sein, also ab dem 26. Oktober, wird Vectron auch als Einzel-DLC erhältlich sein. Dasselbe gilt auch für die Dampflokomotive Flying Scotsman. Wenn ihr jetzt aber bereits TSW 4 Deluxe oder Special gekauft habt, dann habt ihr den Vectron schon dabei und da bleibt euch diese Lokomotive genauso wie Flying Scotsman natürlich erhalten. Das ist natürlich klar. So, wir haben noch immer einiges an Kilometern zu fahren. Das zieht sich dann doch ganz schön, der Abschnitt. Aber geht gemütlich hier mit 120 und anscheinend jetzt hier auf einsamer Strecke voran. Fahr jetzt auch nicht. Ja, irgendwie fahren wir zurzeit irgendwie häufiger Güterzüge, so habe ich den Eindruck. Sind ja letztens sehr viel mit den Vectron unterwegs gewesen. Immer wieder Güter befördert. Müssen wir beim nächsten Mal sehen, dass wir auch mal wieder Personenzüge fahren. Leider gibt es ja für die Vectron keine Personenzugfahrten aktuell. Es gibt ein Szenario auf Dresden, auf Nahverkehr Dresden. Da fahrt ihr mal einen Personenzug von Dresden nach Riesa, aber direkt im Fahrplanmodus gibt es aktuell nur Güterzugfahrten. Oder ich glaube auch mal Lokzugfahrten, aber aktuell vor allem Güterzugfahrten für die Lok, also Personenzugfahrten, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nur in einem Szenario für diese Lokomotive. Ja, ich konnte es auch nicht so ganz nachvollziehen, warum das letztens mit Dresden nicht funktioniert hat. Dass wir da in Niederau nicht mal vom Fleck gekommen sind. Also ich konnte es leider nicht nachvollziehen. Ich fand es auch schade, dass wir das Szenario abbrechen mussten. Aber es gibt ja noch zwei weitere Szenarien. Und das eine mit den Kesselwagen, das habe ich auch schon mal angespielt. Das war sehr interessant. Und dann gibt es ja noch das... noch ein weiteres Szenario, was dann... Was war denn das? Was war denn das vierte Szenario? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Es gibt das mit den Kesselwagen. Es gibt noch ein fünftes für S-Bahn Vorarlberg, was man auf dieser österreichischen Strecke spielen kann. Und es gibt dann, glaube ich, für Dresden noch ein viertes. Genau, wo man so Vectron-Lokomotiven, wo man so einen Lokzug fährt und diese Lokomotiven entlang der Strecke an den Bahnhöfen verteilen muss. Das kann man auch spielen. Das klang auch sehr interessant. Ja, ansonsten mal gucken, was uns noch so erwartet. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch diese Strecke New York-Trenton, die ja nun einen brandneuen Fahrplanmodus bekommen hat, wo vor allem mehr KI-Verkehr unterwegs ist. Und dieser KI-Verkehr, da sieht man zum Beispiel dann auch die M7-Züge im Großraum New York rumfahren. Ich habe das auch mal kurz angespielt. Die Strecke hat auch eine etwas bessere Performance bekommen. So, wir befinden uns übrigens jetzt hier am Abzweig der Landenbacher Hof, also links und rechts. Die Gleise, die zweigen dann in Richtung Main-Spessart-Bahn ab und münden dann
in, ich müsste glaube ich Langenbrozelt, seid da mitten, die dann auf die Altbaustrecke. Das Ganze kann man auch mit der KI befahren. Da müsst ihr, glaube ich, früh um 10 einen ICE nehmen. Da könnt ihr mit dem bis nach Lohr fahren. Das ist aber dann ein Bereich, wo auch keine Szenerie mehr groß steht. Und von Lohr dann mit einem Regionalexpress dann wiederum in Richtung Gemünden aufbrechen. Wie gesagt, aber da, das sind so Bereiche, die sind, da fahren zwar noch KI-Züge rum, aber die sind halt nicht ausgestaltet. Aber da habe ich euch auch mal ein Video dazu gemacht. Und das ließ natürlich darauf hin deuten, dass eben diese, dass zu diesem Streckenprojekt noch wesentlich mehr geplant war. Also es ist, ohnehin ist es ja schon die längste Strecke, die es aktuell für TSW 4 gibt, mit 186 Kilometern. Aber dieser Bereich, wie weit das ausgebaut war, das ließ darauf hindeuten, dass da ursprünglich vielleicht möglicherweise noch mehr geplant war. Und es wäre auch sehr schön gewesen, wenn man jetzt hier beispielsweise über Gemünden hätte noch fahren können, also von Gemünden und von Gemünden über Burgsinn dann zur Schnellfahrstrecke kommt, dass man quasi diesen Südteil noch als Regionalstrecke hat, was dann sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr Abwechslung ins Spiel bringt, aber sowas macht natürlich auch extrem Aufwand, wenn man sowas noch baut. Es gibt auch oftmals so Spekulationen, dass diese Streckenkarten, die ja hier bei den deutschen Strecken liegen, also an den Bahnhöfen zu finden sind, dass diese Streckenkarten wohl Hinweise sein könnten über zukünftige Strecken, die kommen werden. Wie gesagt, da bin ich nicht so ganz der Meinung, denn diese Streckenkarten, die sind eher so da, dass man so ein bisschen die Region deuten kann, was ist da in der Nähe, weil da seht ihr quasi über die Strecke, die es schon gibt und da links und rechts noch ein paar Orte, damit ihr etwa wisst, in welcher Region ist das. Hintergrund ist ja einfach, dass die DLCs ja international verkauft werden und jemand, der jetzt, was weiß ich, in Nordamerika oder so lebt, der weiß das auf Anhieb vielleicht auch nicht gleich, wo Kassel und Würzburg sich, also der weiß vielleicht, dass das deutsche Städte sind, der weiß auch vielleicht auf Anhieb auch nicht genau, wo sich diese Städte in Deutschland befinden. Und von daher hat man da wahrscheinlich diese Orientierungskartenaufgang, sodass man sieht, man ist in etwa in der weiteren Nähe von Frankfurt am Main unterwegs, weil ich denke mal, die bekanntesten deutschen Städte, wenn man da jetzt mal im Ausland fragt, das wird dann eher Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main sein. Und dass man so die etwas kleineren Städte dann nicht auf dem Schirm hat. Das ist so meine. Bei mir würde das genauso gehen mit ausländischen Städten. Würde es mir genauso gehen, dass ich da auch eher erst an die großen Städte denke. Und dann erst an die kleineren. So, wie weit haben wir es noch zu fahren? 12 Kilometer, das heißt, das meiste unserer Strecke, das haben wir schon geschafft. Mal gucken, ob das mit dem Anbremsen dann dort auch richtig funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall mindestens um 20 km/h müssen wir dann mindestens runter. Ich finde es auch schön, wie der Zug das hier gerade selber regelt, seine Geschwindigkeit zu halten. Sind dann so, wenn ihr sehr entspanntes Fahren haben wollt, dann seid ihr hier auf dieser Strecke auf jeden Fall richtig, weil hier wirklich weitestgehend alles LZB geführt ist, insofern euer Zug das unterstützt, den ihr hier fahrt. Also da, das ist mal was zum Entspannen. Oder wenn ihr Let's Plays macht von TSW, dann ist das eben mehr etwas, um eben, ja, auch mal so ein bisschen Druck zu machen. Ja, dann mal schauen, wie gesagt, was uns dann so die nächsten Wochen so bringen. Sicherlich wird es auf diesem Kanal dann auch wieder etwas abwechslungsreicher werden. Nur jetzt zum Release von TSW hatte natürlich TSW 4 ganz klar Vorrang. Habt ihr ja auch gemerkt, aber im Laufe der nächsten Woche wird dann wieder ein bisschen mehr Abwechslung kommen. Im Bussimulator ist ja jetzt auch zum Beispiel ein neuer Bus, vor einiger Zeit schon ein neuer Schulbus rausgekommen. Da soll ja dann noch in diesem Quartal das Tram-DLC noch veröffentlicht werden, dass eben im Bussimulator auch Straßenbahnen gefahren werden können. Da haben wir auch in der Karriere noch ganz viel zu tun. Da sind wir noch lange nicht durch. Also das ist auch so ein Spiel, was uns dann eben etwas länger noch begleiten wird. Ja, dann wie gesagt, ein schönes Adventure habe ich jetzt noch gefunden, was neu rausgekommen ist. Und ansonsten bin ich natürlich für Vorschläge, die ins Kanalkonzept passen, bin ich natürlich offen. Ich denke immer so an den Train Simulator Classic, dass wir den auch mal wieder hier mit reinnehmen könnten. Der steht ja echt lange jetzt gerade auf dem Ausweichgleis. Und hat es durchaus verdient, denn beim Train Simulator Classic, da könnten wir wirklich deutscher Sommer sagen. Was wir da jetzt über die in den letzten 2-3 Monaten alles an deutschen Strecken bekommen haben, das ist ja wirklich schon einiges. Brockenbahn, Ringbahn, München-Ingolstadt, dann soll es noch eine Erweiterung geben von München über Ingolstadt nach Nürnberg, die jetzt rauskommen soll. Dann, was hatten wir noch? Kiel-Flensburg. Da war doch noch eine Strecke. Also es ist einiges, es sind wirklich einige neue deutsche Strecken jetzt rausgekommen für den Train Simulator Classic. Man sieht, dass der Markt da, also dass es da, dass,
der anscheinend so seinen zweiten Frühling gerade erlebt, weil das Spiel ja auch technisch nochmal optimiert werden soll, dass es auch mit modernen Systemen besser umgehen kann, denn Train Simulator Classic, das Spiel ist ja wirklich schon sehr alt, dieses Spiel, das ist ja ursprünglich Anfang der 2000er entwickelt worden, die Engine. Das waren Zeiten, wo es nur Dual-Core-PCs gab, wo das gerade mit Dual-Core losging und ich glaube Quad-Core gab es dann irgendwann auch schon und das Ganze soll dann jetzt auch nach und nach angepasst werden. Da gibt es ja auch eine öffentliche Beta, an der ihr teilnehmen könnt und euer Feedback dazu geben könnt, dass verschiedene Funktionen und Plugins dieses Spiels nach und nach eben angepasst werden, sodass sie auch die Ressourcen moderner PCs nun besser nutzen können. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze in DirectX 12 auszuprobieren und eben da verschiedene Sachen da mitzutesten. Also das Ganze ist schon sehr interessant, was da gemacht wird, was diesem Spiel noch ein bisschen Leben gibt, denn Train Simulator Classic hatte ja von Anfang an ein offenes Konzept, ist auch von DTG entwickelt worden, beziehungsweise von dessen Vorgängerfirma RailSimulator.de. So, hier müssen wir jetzt erstmal auf die 100 runter, genau, hier müssen wir jetzt auf die 100, die müssen wir jetzt erstmal anpassen. Und dann bremsen wir das Ganze auch mal auf die 100. Obwohl das ja gar nicht so früh hätte sein müssen. Ja, aber so richtig gehen die Bremsen dabei auch nicht raus, oder? Da unten? Diese gelben Balken? Ja, doch, gehen wieder raus. So, dann haben wir also auf 100 runtergebremst. 4,1 Kilometer sind es noch. Ich hoffe, dass wir da nicht gleich am roten Signal anhalten müssen. Und wir müssen auf das LZB-Ende aufpassen. Weil wir uns ja gleich aus der LZB noch rausklinken müssen. Haben wir also gleich unser erstes Zwischenziel erreicht. Bevor es dann, ja, nach Boxen dann rübergehen wird. Aber wir müssen da erst einmal anhalten. Ich ahne schon, dass wir da wieder viel zu früh da sein werden. Ja, da müssen wir auf jeden Fall halten. Genau, weil wir hier den Gleiswechsel haben und der geht ja sowieso nur mit 100 km/h. Ich meine, dass das dort sogar irgendwo 80 ist. So, und jetzt wirst du gar nicht mehr beschleunigen, lieber Zug, oder? Bei dem kurzen Anstieg. Oh, wenn wir da vorne sowieso halten müssen. Wir müssen jetzt nur eben auch aufpassen, da wir gleich das LZB-Ende erreichen werden. Das muss natürlich auch, da müssen wir uns dann, glaube ich, aus der LZB befreien. Aber das müssen wir zumindest auch quittieren. ...2,1 Kilometer sind das nur so. Jetzt willst du uns wieder runterbremsen. Wartet uns ja doch noch irgendwas anderes an Geschwindigkeiten? Eigentlich nicht. Da zeigt mir schon das G an, dass wir bremsen sollen, weil da vorne nämlich ein haltzeigendes Signal auf uns wartet. Aber hier haben wir keinerlei Überwachungskurven einzuhalten. Das ist unser Vorteil. Es ist keinerlei Überwachungskurve einzuhalten, weil wir ja, wie gesagt, im LZB-Betrieb sind und nicht im PZB-Betrieb. Beim PZB-Betrieb wären jetzt hier noch verschiedene Überwachungskurven einzuhalten. So, und immer aufpassen, da wir uns jetzt eben auch gleich von 800, 900 Meter sind das noch. Wir müssen aber auf jeden Fall hier zum Stehen kommen, das steht auch schon fest. Ja, hier ist auch schon der Platz, wo unser Zug stehen soll. Haben wir also den ersten Teil. Seht ihr mal, wie lang unser Zug ist. Über 500 Meter ist der lang. Fahre ich auch relativ selten so lange Züge, zumindest auf den deutschen Strecken. In den USA wäre das ja nichts Neues. In den USA fahrt ihr, glaube ich, so zum Teil sogar noch längere Züge. So 300 Meter noch, krasse Sache. Denkst aber so, musst du gleich bremsen, aber ist nicht so. So, da vorne ist dann unser Punkt, wo wir halten müssen. Dann müssen wir wahrscheinlich nur kurz halten, bis das Signal umschaltet. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht so lange warten müssen. Hm,
Na, jetzt macht er aber nichts mehr hier. Das ist manchmal auch schwierig, punktgenau mit so einem schweren Güterzug hier punktgenau zu halten. So, ja, der bremst uns wirklich alleine runter. Ich wäre jetzt noch bis davor gefahren, aber gut. Oh. Dann haben wir jetzt ein Problem. Ne, ich durfte noch ein Stück fahren, glaube ich, oder? Wartet mal, Leute. Ja, das ist nämlich jetzt dieses... Wir müssen nämlich noch ein Stück vorfahren. Wir müssen über diesen Punkt fahren, sonst löst der das nicht aus. Das ist natürlich... Ja, doch, rollt. Och, nö. Och, komm. Wieso erkennt er das eigentlich? Wir stehen doch total auf der Markierung. So, hier kommt jetzt der Gegenzug. Das ist sogar der Regenbogen? Ja, schaut mal, das ist sogar der Regenbogen, ICE. Der uns jetzt hier wahrscheinlich den Vegas versperrt hat. Aber jetzt rollt er doch langsam noch mal vor. Aber er rollt nicht zu diesem optimalen Punkt vor. Das ist jetzt ein Problem mit der LZB. Wir müssen uns jetzt also ausklinken aus der LZB. Wir müssen auf diesen Punkt fahren, sonst löst der nicht aus. Das ist blöd. Das ist jetzt richtig, richtig, richtig blöd. Schade. Schade. So. Aber sag jetzt nicht, dass das so auch nicht geht. Aber sag jetzt nicht, dass das auch nicht so geht. Und dann können wir das nächste Szenario, die nächste Fahrt nämlich abbrechen. Da haben wir jetzt gerade echt kein Glück mit den Fahrten. Das kann nie wahr sein jetzt hier, oder? Och nö. Och Mann, das muss man doch mal testen, sowas. Ist doch immer das Gleiche. Normal müsste das doch auslösen, wenn wir an diesem Punkt sind. Normal müsste das doch auslösen. Der AFB liegt auch nicht. Jetzt! Ah, wie, der hat die AFB genullt, okay. Der hat definitiv die AFB genullt. Das hat jetzt ja alles irgendwie nicht so richtig zusammengespielt. So, Bremsen auf jeden Fall alle gelöst. Und jetzt rollt er auch nochmal los, unser Zug. Wir müssen leider, hast du immer noch bei manchen Szenarien und Fahrplanfahrt, da musst du genau diesen Punkt passieren. Und sonst kannst du das nicht fertig spielen. Oder ansonsten geht es halt nicht weiter. Das sind halt diese Skripte, die hier im Hintergrund liegen. Jetzt. So, jetzt sollen wir eine Minute warten. Jetzt hat uns natürlich mal wieder richtig, richtig Zeit gekostet hier. Und da können wir uns das Zugsicherungssystem auch wieder einschalten. Hatte ja die LZB jetzt auch rausgemacht. Normal, normal, normal. Ist alles wieder drin. Sehr schön. So, das heißt, jetzt können wir... Das haben wir uns auch, glaube ich, aus der LZB erstmal verabschiedet. Und da sollen wir eine Minute warten, bevor wir... dann weiter in Richtung Burgsinn fahren. Also hier einfach nur noch runter von der Strecke und dann, glaube ich, hier zu dem Bahnhof. Da sollen wir dann, glaube ich, hin. Hier sind wir auch schon sehr oft gefahren. Wir sind hier hochgefahren. Wir sind auch schon mit dem Lern-ICE von da Richtung Würzburg gefahren, weil das eben so ein relativ kurzer Abschnitt ist. So, eine Minute. Die müsste jetzt bald um sein.
So, wir lösen die Bremse. Dann müssen wir auch die nächste wieder lösen. Das klingt jetzt auch schon viel besser. Und dann können wir uns in Bewegung setzen. Beziehungsweise wir den hier auf 80 runter. Ja, jetzt. Alles ein bisschen kurios, aber irgendwie funktioniert es dann doch. Und jetzt setzt er sich ganz langsam in Bewegung. Ist eigentlich normal, dass man den Regler so wirklich gleich hier voll auf 100% startet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, hier können wir uns erstmal befreien. Bis nach Burgsinn sind jetzt noch 2 Kilometer. Wieso quietschen die Räder schon wieder so? So, da vorne haben wir dann sogar nur noch 60. Dann werden wir jetzt gar nicht erst so groß beschleunigen. Gleich bei den 60 bleiben. Da sogar nur 40. Das ist doch wirklich krass. Da vorne ist dann sogar nur noch 40. Es lohnt sich doch kaum, jetzt erst auf 60 zu beschleunigen, wenn dann vorne sowieso wieder nur 40 ist. Werden wir das gleich noch mit 40 befahren? Mehr ist es nicht. So, also einmal diese Beeinflussung. Und da vorne müsste ja dann bald schon der 2,3 Kilometer. Das ist immer die Frage, wie weit ist das dann wirklich entfernt? Ich gehe auch davon aus, dass das Signal danach auch schon wieder rot anzeigen, also halt anzeigen wird. Ja, genau, so ist es auch. Deswegen war das mit der 40 jetzt schon gar nicht mal so schlecht. Dass wir jetzt gar nicht erst so groß beschleunigt haben. So, wir fädeln uns dann auf die Altbaustrecke ein, die hier von Gemünden kommt. Dann unter anderem hier über Schlüchtern Richtung Fulda führt. So, wir könnten das kurz befreien, um uns dann gleich wieder in die nächste Überwachung zu begeben. Man kann das aber auch blinken lassen und dann Überwachung drücken. Ich weiß nicht, wie man das im Vorbild macht. Ich glaube, das ist dann wirklich egal. So, hier kommt besagtes nächste Signal, was uns dann den Halt ankündigt. Zugbeeinflussung. Und der Vorteil für uns ist natürlich jetzt, dass wir eben nicht groß abbremsen müssten, außer vor dem roten Signal dann da vorne, weil wir eben schon sehr, sehr langsam unterwegs sind. Ja, ist einfach nur noch um die Kurve anscheinend rum. Sieht aber für mich so relativ nah aus, dieses Signal, wo wir halten sind, aber es ist, weiß es nicht, also das ist genau da, wo dann auch der Endpunkt unserer Reise ist. So, jetzt geht es noch über die nächste Weiche. Hier sind dann halt eben diese besagten 40, ne, die 40 gelten dann erst ab hier, oder? 40? Ja, ab hier, genau. Und davon haben wir dann das Ziel unserer Fahrt erreicht.
dann hier an das nächste Personal abgeben. Direkt hier am Bahnhof von Burgsinn. Und da kann man anscheinend auch... Achso, stimmt, ja, da startet, glaube ich, ein Szenario mit diesem einen ICE. Stimmt. Sehen wir ja auch hier diese Bücher. Das sind immer so Startpunkte für Szenarien. Müssen wir also nicht aus dem Menü, sondern können wir es eigentlich auch aus einer Fahrplanfahrt heraus starten. So, befreien dürfen wir uns natürlich nicht, wenn hier uns ein haltzeigendes Signal angekündigt wurde. So. Jetzt hat sich auch der 500-Hertz-Magnet hier dazu, also der ist aktiv. Rollen wir ganz gemütlich. Also Zeit wurde ein bisschen schneller angegeben, aber klar, wir hatten da oben jetzt das Problem bei der Zufahrt. Wie gesagt, das war jetzt ein ganz spezifisches Problem mit dem Zugsicherungssystem. Und wie gesagt, ihr müsst diese Systeme nicht nutzen, ihr könnt sie nutzen. Ihr müsst sie nicht. Ihr könnt ja auch Arcade einfach so herumfahren. Das ist ja das Besondere an diesem Spiel. So, Nummer 1. Nummer 2. Das müsste doch jetzt eigentlich reichen. Na, fahren wir jetzt doch nicht über das Signal hier, oder? Okay, na, ist egal. Die Notbremse ist jetzt nicht so schlimm, weil unsere Fahrt hier beendet ist und wir die Goldmedaille bekommen, aber keine detaillierte Auswertung anscheinend. Mit Zugsicherungssystem und so weiter. Aber egal. Ja, das war also unsere Fahrt mit der Baureihe 193 Vectron im LZB-Betrieb. Wie gesagt, zum Schluss, das war ein ganz spezifisches Problem, weil da eben genau der Spornpunkt so ein bisschen weiter ist. Das hat nichts mit der Lok zu tun, das hat eher was zu tun, wie diese Skripte da gemacht sind und wie die Punkte gelegt sind. Das ist eher ein ganz spezifisches Problem. Ansonsten hat das, finde ich, ja im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Und damit sind wir für heute fertig. Danke euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.